Hallo Leute, es ist schon lang her, es tut mir sehr leid, seit das letzte Video gekommen ist. Aber ich habe mir gedacht, heute mache ich wieder mal ein kleines Live-Update, was gerade bei mir so los ist. Ich möchte jetzt da wieder starten und zwar bin ich gerade dabei, ein neues Lied zu produzieren, also selbst zu produzieren. Und es sollte eigentlich nächste Woche herauskommen und ich kann schon so viel sagen, es heißt Falling. Außerdem, falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt, es sind ja 3 Songs von mir jetzt auf Spotify und iTunes und Apple Music und Amazon Music und überall erhältlich. Die habe ich mit einem Studienkollegen zusammen im Sommer produziert und die haben wir jetzt da eben heute hochgestellt und da könnt ihr es euch anhören, wenn ihr wollt, falls ihr es noch nicht da habt. Und mir dann auch Feedback geben, wie es euch gefallen hat. Dann, es wird wieder Auftritte geben, weil mir einige Leute schon darauf angesprochen haben. Ich bin gerade dabei, so ein bisschen so neue Arrangements zu machen, weil ich nicht ganz zufrieden bin, so wie es jetzt gerade ist, weil es braucht irgendwie noch so mehr Wumms irgendwie. Es ist noch nicht voll genug, kann man das so sagen? Keine Ahnung. Wenn ich Klavier spiele und wenn ich singe gleichzeitig, ist es sehr distracting, also sehr... Es lenkt sehr ab und deswegen schaue ich gerade, dass ich das irgendwie hinkriege, dass ich nur singe und dass ich vielleicht irgendeinen Klavierspieler oder so engagiere oder dass wir das irgendwie anders regeln und mit Schlagzeug und so und dass es irgendwie, dass es halt irgendwie größer wird und da bin ich jetzt gerade am Herumplanen irgendwie. Aber es wird auf jeden Fall wieder Auftritte geben, ich bin noch nicht tot. Und dann ein kleines Live-Update, wie ihr seht, ich habe eine neue Brille, die spiegelt leider etwas, gell, aber... Never mind, honey. Dann habe ich mir jetzt ein MacBook gekauft. Das war eine ziemlich große Investition, aber es ist einfach sehr, sehr cool zum Videos schneiden und zum Musik produzieren. Es geht halt einfach alles sehr schnell und deswegen haben wir das jetzt geleistet. Und jetzt bin ich absolut broke und ernähre mich von Chips und Milch. Und es ist kein Product Placement, by the way. Ich habe es mir aus eigenem Willen und Empfinden herausgekauft und wurde nicht dafür bezahlt, auch wenn es schön wäre, wenn. Dann habe ich mir Vorhänge gekauft für mein Zimmer, weil es einfach viel wohnlicher ist und weil es nicht mehr so halt drin. Und wie ihr seht, habe ich mir da so eine kleine Hipster-Ecke aufgebaut. Also ich sitze jetzt, wie ihr seht, nicht mehr auf meinem Bett, sondern vor meinem Klavier. Und ich finde das eigentlich eine ziemlich coole Location, so für Videos zu drehen. Dann im Studium läuft es auch ganz gut. Bin jetzt im 3. Semester, das heißt, ich habe noch 3 vor mir und dann habe ich Bachelor. Und es ist natürlich halt Dezember, Jänner, Februar, es ist halt immer am stressigsten. Aber es ist alles im Plan und ich hoffe, dass ich trotzdem jetzt unterkriege, dass ich mehrere Videos jetzt mache. Dann war ich in Tel Aviv im Oktober mit der Uni. Da haben wir so einen Design-Workshop gehabt und das war richtig, richtig geil. Das ist eine voll, eine schöne Stadt, so richtig weltoffen und es wird jeder so akzeptiert, wie er ist. Also es ist wirklich eine Stadt, die ich sehr empfehlen kann. Dann würde ich gerne eine neue Rubrik einführen, die heißt Songs of the Week. Songs of the Week. Das sind die Songs, die ich diese Woche am öftesten gehört habe. Und ich empfehle es euch, sie euch auch anzuhören, weil es sind richtig, richtig coole Songs. Also finde halt ich. Aber dann sehe ich da ein bisschen so meinen Musikgeschmack und auf was ich Wert lege und es könnte dann ja euch auch gefallen, wenn euch meine Musik gefällt, dass euch dann die Musik auch gefällt. Also auf Nummer 3 ist, ich habe da übrigens einen Spickzettel, weil man das niemals alles merken kann, was ich da echt erzähle. Auf Platz 3 jedenfalls ist Paris in the Rain von Lauf oder Love, ich weiß nicht ganz, wie man das ausspricht, aber das ist auf jeden Fall... Ein sehr cooler Künstler, I Like Me Better kennt man vielleicht von ihm. Und der hat heute jetzt ein neues Lied herausgebracht, das heißt Paris in the Rain, was ich sehr, sehr, sehr cool finde. Auf Platz 2 ist von Yebba, das ist Abby rückwärts geschrieben, My Mind. Das gibt es leider nur auf YouTube und nicht auf iTunes oder Spotify oder so, weil es eine Live-Version ist. Die Version ist so geil und die habe ich mir, glaube ich, jetzt die Wochen schon 20 Mal gehört oder so. Das ist so richtig gefühlvoll und die ist auch... gefeatured auf Sam Smiths neuen Album, was ich übrigens auch sehr cool finde. Und deswegen bin ich auf sie gestoßen und das ist ein richtig, richtig schönes Lied. Und auf Platz 1 ist Once in a Lifetime von The Night Game. Das ist eine Band, die ich erst vorgestern entdeckt habe, was richtig, richtig cool ist. Und der hat zuerst 3 Songs auf iTunes, aber das sind alle 3 voll cool. Und das Beste davon finde ich eben Once in a Lifetime. Das hat so ein bisschen so ein early 2000s Flair, so ein bisschen. Und es ist richtig, richtig cool, also es gefällt mir wirklich gut. Obviously, weil es ist auf meinem Platz 1. Ja, also das war's von mir mit meinem kleinen
vierter Fall. Update. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, falls wir uns bis dahin nicht mehr sehen, und bis zum nächsten Video. Ciao. Dann war ich in Tel Aviv. Gross. Ja, das sag ich nicht.